Erinnerungen eines Jahrzehnts, Esslingen in den 50er Jahren. So heißt die aktuelle Ausstellung im Esslinger Stadtmuseum. Nierentisch und Petticoat, Wirtschaftswunder und Spätheimkehrer. Diese Stichworte sind untrennbar mit den 50er Jahren und den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland verbunden. Doch wie sah die Stadt Esslingen damals aus? Wie war das Leben kurz nach dem Krieg? Und welche persönlichen Erinnerungen verbinden Esslinger mit den 50er Jahren? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die neue Ausstellung. Originalobjekte und historische Fotografien zu den Themen Haushalt und Familie, Industrie, Kultur und Freizeit machen das Leben in den 50er Jahren in Esslingen greifbar. Gezeigt werden Gegenstände aus der Sammlung des Stadtmuseums, aber auch Leihgaben aus Privatbesitz. Ganz allgemein war das Thema erstmal 50er Jahre und mir war es da dann halt bei der Vorbereitung wichtig, dass ich so viele Bürger wie möglich mit in die Ausstellung einbeziehe, weil die 50er Jahre ja tatsächlich schon zur Geschichte gehören, aber bei ganz vielen halt noch in Erinnerungen da sind. Und das war uns dann praktisch wichtig, dass alle Erinnerungen von ganz vielen Esslinger Bürgern hier zusammengefasst werden. Und so ist dann die Ausstellung entstanden. Über Jahrzehnte aufbewahrte, oft liebgewonnene Erinnerungsstücke, die mit besonderen Erinnerungen verbunden sind. Die ausgestellten Objekte schildern die historische Entwicklung und ihre Auswirkungen auf Esslingen. Ergänzt wird die Darstellung mit Erzählungen von Esslinger Bürgern. Eine besondere Attraktion für die Besucher ist sicher die Milchbar. Diese ganz wichtige Einrichtung in den 50er Jahren wurde eigens für die Ausstellung in historischer Form und Farbgebung nachgebaut. Hier können die Besucher ein bisschen in 50er Jahre Atmosphäre eintauchen. An einigen Tagen werden Milchmixgetränke nach Originalrezepten ausgeschenkt. Die Ausstellung kann noch bis 17. September 2017 besucht werden. Die Natur erleben und eine Auszeit aus dem stressigen Alltag nehmen. Auch das fördert unsere Gesundheit. Einen sehr schönen Ort, der zum Entspannen und die Natur genießen einlädt, bietet der Baumlehrgarten in Serach. Das Arboretum Serach befindet sich im Park des Schlösschen Serach, das im 19. Jahrhundert dem Grafen Alexander als Wohnsitz diente. Heute ist das Arboretum ein idyllischer Baumlehrpfad, der über 50 Baumarten aus mehreren Kontinenten beherbergt. Bei der Führung von Herrn Hubert Schätzle erfuhr man viel über die verschiedenen Bäume, aber auch über die Geschichte des schönen Ortes. Die ersten Bäume des Seracher Arboretums wurden bereits im 19. Jahrhundert gepflanzt. Dazu zählen die 170 Jahre alte Blutbuche und die 150-jährige Stieleiche. Ein Riesenmammutbaum aus den Anfängen des Landgutes musste leider 1958 gefällt werden. Es war einer der Sämlinge aus der Anzucht König Wilhelm I. Dieser bestellte 1864 bei der Königlichen Forstdirektion 1 Pfund Mammutbaumsamen, ohne zu wissen, dass dies ca. 100.000 Stück sind. Nachdem an die 8.000 Pflanzen in der Wilhelma unter Glas keimten, ließ Wilhelm I. an vielen Stellen im Land die Keimlinge pflanzen. So auch auf dem Landgut Serach. Durch Beschluss des Gemeinderates wurde 1962 auf dem Gelände des Landguts eine öffentliche Parkanlage im Stile eines Arboretums eingerichtet. Anfänglich war das Forstamt für die Betreuung zuständig. Das neu gegründete Grünflächenamt übernahm ab 1973 die Pflege. Also in der Regel ist es so, dass irgendwelche Gruppen auf mich zukommen, Frauenvereine oder Wandergruppen. Und die melden sich dann an und dann vereinbaren wir einen Termin und ich zeige denen das Wesentliche von diesem Erklär, gehe auch auf die Interessen der Einzelnen ein, das sind immer genau das Gleiche. Also jede Führung ist wieder etwas anders und ich merke dann schon, dass das für die Leute dann da interessant ist und dass die dann erstmal wieder das mit anderen Augen sehen, dass sie einfach etwas mehr Bezug zur Botanik bekommen in dem Fall jetzt. Wir nennen das Arboretum. Es gibt eine Menge Arboreten, in der Regel sind die größer, das ist eine begrenzte Fläche. Aber es kommt eigentlich auch nicht so sehr auf die Größe an, sondern man kann auch auf einer kleinen Fläche ganz viel an Natur, an Pflanzeneigenheiten, an System, Pflanzensystem demonstrieren, an der Baumbotanik jetzt in dem Fall. Und da kommt es dann letztendlich drauf an, einfach das Verständnis zu wecken, wie wächst der Baum, was hat er in der Natur für eine Funktion, wieso brauchen wir Wälder, wieso brauchen wir Bäume in der Stadt. Und
einfach, es entsteht dadurch ein Verständnis bei den Leuten. Es gibt aktuell ca. 50 Baumarten im Seeracher Arboretum. Wer auch gerne mal eine Führung im Arboretum mitmachen möchte, kann sich auf der Homepage der Stadt Esslingen informieren.